Das ist wirklich unglaublich. Bisher wurde es nur vermutet, jetzt wurde es durch Versuche bestätigt. Spinnen können sich mittels elektrischer Felder fortbewegen. Und wie sie das machen, das ist wirklich sensationell. Also jetzt, wie es funktioniert und wie weit die Spinnen damit kommen, in Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. Wir haben ja letztlich darüber berichtet, wie einfach, effektiv und schnell Evolution funktioniert. In Afrika gibt es immer mehr Elefanten ohne Stoßzähne. Dafür sorgen die Wilderer, die Elefanten mit Stoßzähnen töten. Die zeugen so weniger Nachkommen und die ohne Stoßzähne dafür umso mehr. Und schon sorgt diese Auslese für das langsame Aussterben der Elefanten mit Stoßzähnen. Es ist schon eigentlich ziemlich simpel. Es überleben immer die Lebewesen mit leicht besseren Eigenschaften und bilden dann irgendwann die Mehrheit. Und zum Schluss sterben die anderen aus. Es bleiben im Fall der Elefanten diejenigen ohne Stoßzähne übrig, außer die Umweltbedingungen ändern sich irgendwann. In diesem Fall wäre es das Beenden der Wilderei. Ja, und für die Spinnen bedeutet das, dass Arten, die sich verbreiten können, einen deutlichen Vorteil gegenüber Arten haben, die sich nicht verbreiten können oder deutlich langsamer ausbreiten können. Was hat sich die Natur dafür ausgedacht? Beziehungsweise, was ist entstanden? Welche Eigenschaft hat die Auslese entwickelt? Flügel haben die Spinnen ja nicht und so haben sie eine wirkliche High-End-Technologie entwickelt, die sie ohne Wind fliegen lässt. Und das ist wirklich extrem spannend. Beobachtet wurde das seltsame Flugverhalten der Baldachinspinnen schon vor langer Zeit. Schon Charles Darwin beobachtete, wie hunderte kleine Spinnen an einem windstillen Tag auf seinem Expeditionsschiff Beagle landeten und mit hoher Geschwindigkeit wieder davonflogen. Und schon im 19. Jahrhundert wurde spekuliert, dass die Spinnen mit Hilfe elektrostatischer Kräfte flogen. Doch erforscht hatte das bisher niemand und so war es reine Spekulation. Jetzt hat eine Forschungsgruppe der University of Bristol das Geheimnis gelüftet und es ist wirklich spektakulär. Basis war das elektrische Feld, das zwischen der oberen Atmosphäre und dem Erdboden besteht. Bei Gewittern können wir sogar Entladungen zwischen den beiden Polen des Feldes beobachten, wenn es blitzt. Die Stärke des Feldes ist also sehr unterschiedlich und nicht immer können Spinnen es deshalb nutzen. Doch dem Team gelang es, ein so schwaches Feld oder richtig schwaches Feld aufzubauen, das genau die Bedingungen widerspiegelte, die die Spinnen zum Fliegen benötigen. Sie konnten das Feld zudem an- und abschalten. Dann setzten sie die Spinnen in diesem Raum auf eine Startplattform und achteten darauf, dass es keinerlei Luftbewegung gab. Und tatsächlich schalteten sie das Feld an, hoben die Spinnen ab, schalteten sie es aus, sanken sie langsam zu Boden. Die Baldachinspinnen nutzen dazu eine wirklich ausgeklügelte Technik. Sie recken ihr Hinterteil in die Luft, dann stoßen sie mehrere Fäden aus, fächern sie auf und das elektrische Feld lässt sie abheben. Ihr kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn Kleidung aus Kunststoff aufgeladen ist, dann werden die Körperhaare angezogen. Auch sie heben quasi ab. Die Natur hat daraus eine Flugtechnik konstruiert. Jetzt will das Forschungsteam das Phänomen weiter untersuchen. Können die Spinnen zum Beispiel den Flug durch Verlängern, Abwerfen der Fäden und so weiter beeinflussen? Wie weit fliegen sie? Ja, vermutet werden hunderte Kilometer. Wow! Es gibt also noch viel zu klären. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen. Also ich schicke euch vorher eine Nachricht vom neuesten Video. Täglich garantiert einfach da draufklicken. Und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt dafür. Da klicken. Aber nicht die. Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Gefährliche Mückenart in Deutschland. Bis dann. Bleibt dran.